So, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Leute. Ich habe hier heute mal wieder was von Kemimojo zugeschickt bekommen. Und zwar sind das Spiegel. Das sind Highsider bzw. Denker Endspiegel. Was mache ich heute? Ich packe die mit euch aus. Guckt, dass ich die irgendwo dran montiere. Ich weiß noch nicht genau wo. Ich habe 4 Fahrzeuge. Ich werde mir ein Fahrzeug aussuchen. So, erstmal packen wir das aus. Dann schauen wir weiter. Was haben wir überhaupt drin? Das sind Lenker-Endspiegel oder auch Highsider genannt. Die haben auch eine E-Nummer. Hier haben wir Werkzeug im Bus 3-mal. Hier haben wir dann noch eine Anleitung. Die könnte eventuell hilfreich sein. Die haben so dieses spezielle Mechanismus. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann ein Spiegel, zwei Spiegel. Ich packe die mal so aus. Dann haben wir noch so ein 2 Hülsen. Und hier ist, glaube ich, hier auch nochmal. Achso, wir haben uns die Verpackung gar nicht angeguckt. Das holen wir jetzt mal nach. Gucken wir uns mal im Schnelldurchgang die Verpackung an. Ja, ist halt nichts Großartiges, ne? Ist für verschiedene Fahrzeuge hier zugelassen. Ansonsten, ja, hier UTV, ATV, Motorrad, Boot. Dann schauen wir uns nochmal schnell die anderen Sachen an. Das sind die Spiegel. Die müssen, damit sie überhaupt zugelassen werden können, brauchen die so einen bestimmten Durchmesser. Blende ich euch mal hier ein. Was haben wir hier für Material? Das hier ist kein Kunststoff, das ist Metall. Ja, fühlt sich jedenfalls so an. Verarbeitung, ja, guckt es, macht euch selber ein Bild, ne? Die Spiegel sind nicht so teuer. Verarbeitungstechnisch, so erster Eindruck, ja, weiß ich nicht. Also, okay, ist okay, würde ich jetzt mal sagen, ne? Die Oberfläche sitzt sich glatt an, aber man kann hier so quasi ein Muster, die Oberflächenstruktur erkennen. Es ist jetzt nicht absolut glatt oder so, ne? Das halt nicht. Die Halterungen, ähnlich. Macht euch selber ein Bild. Es ist auf jeden Fall solide verarbeitet. Auf jeden Fall solide verarbeitet. Die Gelenke, man kann das einmal so drehen. Und man kann das auch, hier ist auch ein Kugelgelenk, wenn man das hier ein bisschen lockert. Man hat ja das Werkzeug dabei. Verlinke euch das Produkt unten, dann könnt ihr euch mal gucken, wie teuer das ist. So um die, weiß ich nicht, 20, 30 Euro oder sowas. Ne? Also hier kann man es auch bewegen, hier kann man es bewegen und hier kann man es auch bewegen. Wenn man jetzt hier das quasi an den Lenker macht, zeige ich euch natürlich gleich. Und dann kann man es halt so machen. Hier ist noch eine Folie drauf. Die mache ich mal ab. Und der Spiegel. Der Spiegel ist cool. Der Spiegel macht das so, dass man halt mehr sehen kann. Ne? Dadurch erscheinen die Autos ein bisschen weiter weg. Aber dadurch kann man auch mehr sehen. Ja? Hier haben wir auch diese E-Nummer. Also die Teile sind, glaube ich, dafür da. Es gibt halt verschiedene Lenker. Größen. Wenn das jetzt zum Beispiel zu klein ist, vermute ich mal, dann nimmt man das, nimmt man halt das raus und tut das dann da rein. Wenn es kleiner ist, dann nimmt man das raus und das kleinere tut man dann rein. Dann hat man jeweils 2 für 2 Spiegel, ne? Logisch. Das ist euer Lenkerende, so, dann tut ihr das so rein. Dann schraubt ihr das hier zu. Und dann spreizt sich, ihr seht, hier sind so Lücken drin, ne? Dann spreizt sich das so auseinander und klemmt sich dann dort fest. Das heißt, dieses Stück muss schon recht eng sitzen, damit das erstmal einen Halt hat und sich halt auch nicht mitdreht. Wenn das schon so eine Presspassung hat im Lenkerende, dann seht ihr, ich drücke das mal so ein bisschen fest, dann seht ihr das. Dann spreizt sich das hier auseinander, also man holt quasi die Gewichte raus. Meistens sind hier auch noch Gewichte drin in Lenkerenden. Und bei meinem Modell hier zum Beispiel, bei der CB, ist das sehr schwer, die da rauszuholen. Auf jeden Fall muss man die rausholen und dann ganz easy rein und zuschrauben. Das war's schon. Ne? Ist hier im Grunde auch nochmal beschrieben. Man kann es aber auch am Lenker befestigen, sehe ich gerade. Das ist die Methode 2. Dann muss ich das hier lösen, das dieses Runde rausholen und dann kann ich das quasi hier so dran machen. Ich fände das eigentlich cool, wenn das dann so wäre.
die sind dann halt wesentlich unauffälliger. So sieht das dann aus, quasi. So. Was sagt ihr? Ja, das könnte auch passen vom Durchmesser her. Ich habe das jetzt am Fahrrad dran gemacht und nicht am Motorrad, weil hier sind Lenkerendgewichte drin. Überall, an allen Rollern und Motorrädern, und ich will die nicht rausholen. Und gerade auch am Motorrad nicht, weil das hier dran klatscht. Deswegen mache ich es jetzt am Fahrrad. Das ist dasselbe. Ich habe hier sogar auch Gas. Also es ist im Grunde dasselbe, ne? Ich habe hier schon mal eins dran gemacht. Ich habe das hier aber alles so ein bisschen locker gelassen, weil man dann kann das dann so orientieren. So, das mache ich dann während der Probefahrt gleich. Ich werde auch gleich eine Probefahrt machen und gucken und euch natürlich zeigen, sagen, ob man überhaupt was im Spiegel erkennen kann. Aber eins wollte ich euch noch zeigen, beziehungsweise sagen, da rein, weil ich wollte hier eigentlich einen am Lenker dran machen, am Motorradlenker, aber ich habe mir das dann doch anders überlegt und mache die jetzt doch nicht am Lenker dran. Ja, hier haben wir verschiedene Sachen mitgeliefert. Einmal das, was dran ist, ne, das war bei dem anderen da gerade dran, bei dem. Und eine Stufe größer. Warum hat man zwei verschiedene Stufen? Weil der Durchmesser von den Rohren ist immer, immer unterschiedlich. Hier haben wir ein bisschen größer, da ist vielleicht ein bisschen kleiner, da ist wieder ein bisschen kleiner, ne? Deswegen haben wir alle passenden Größen quasi mit dabei. Ihr seht auch, das ist der vom Durchmesser kleiner als das, aber wir brauchen das größere. Deswegen müssen wir das obere abschrauben, das kleine rausholen, das große reintun. Und dasselbe obere, denselben oberen Kopf wieder drauf. So. Meistens ist es dann auch so, dass hier das zu ist. Das mache ich dann meistens einfach mit einem Seitenschneider so auf. Oder man kann so ein Rohr einfach durchstechen. Aber ich mache es halt so. Das geht recht problemlos. Und ich mache das jetzt einfach mal und melde mich dann gleich bei euch. Nehme ich das und drücke es einfach so rein. Zack. Ein bisschen mit Schmackes. Zack. Was ist denn hier los? Verselbstständigt sich der Ständer. Das gibt's doch nicht. So. Dann nimmt den Gummihammer, weißt du, und dann haust du das da rein. Dann nehmt ihr euch ein Werkzeug und schraubt dazu. So handfest. Zack. Hier, die Schraube ist halt noch locker. Hier die obere und untere, da kann man das noch so justieren. Ne? Und so und hier. Das macht man dann während der Fahrt. Aber hier sollte fest sein. Nehme ich noch die Bratsche einmal. So. So, ich habe die Spiegel jetzt eingestellt. Ich kann nach hinten gucken, problemlos. Ich mache die jetzt fest, nachdem ich die eingestellt habe. Das finde ich halt geil an den Spiegeln, dass man die halt... Nein. So schön einstellen kann. So sieht es dann aus. Ich versuche das mal so gut wie möglich zu verdeutlichen. Also ich fahre jetzt und ich sehe hinten, was hinten los ist, und ich sehe auch ganz gut, muss ich sagen. Allerdings, eins fällt mir sofort auf, ich muss den Arm so heben, ein bisschen, weil mein Unterarm ist ein bisschen daneben im Weg, minimal. Aber es geht. Und eine andere Sache, die mir halt auffällt, ist halt, dass ich immer den Kopf so nach unten nicken muss. Das hat jetzt speziell mit diesen Spiegeln nichts zu tun. Das ist ein generelles Problem bei so Lenker-Endspiegeln. Das ist, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre mir langfristig zu anstrengend. Das ist mir halt nur aufgefallen, ne? Man muss halt immer den Kopf nach unten nicken, damit man
seitlich was sieht. Wenn du normale Spiegel hast, dann musst du das natürlich nicht machen. So das, was mir halt aufgefallen ist, aber man sieht alles ordentlich. Man sieht alles wunderbar in den Spiegeln, auch klar und deutlich. Die Spiegel sind gut. Ja, und die halten auch gut und ich finde den Mechanismus auch gut. Das sind halt nur die zwei Punkte, die mir halt eingefallen sind, aber das ist ja halt so ein Ding, was alle Lenker an Spiegel angeht. Das ist ja nicht nur bei denen, das ist bei allen Lenker an Spiegeln. Aber eigentlich ist das auch gerade am Fahrrad voll cool. So, man kann die natürlich auch die Spiegel hochstellen, das mache ich jetzt mal. Also ich habe das jetzt mal so gemacht, ne? Ich habe mal einen so gelassen und einen so. Man kann den ja so stellen, so komplett seitlich. Man kann den auch so nach oben stellen. Und ich finde, so finde ich das besser, wenn die so high-sider-mäßig sind. Ja? Man muss nicht so den Kopf nach unten machen. Man muss nicht so den Kopf nach unten machen. Und man sieht recht gut was, ja. So finde ich es richtig gut. Ich stelle die mal so ein und den mache ich danach auch so. Okay Leute, ich habe die Spiegel jetzt eingestellt vernünftig. Ich mache jetzt noch eine kleine Testfahrt. Schauen wir das mal an. Oh ja, so ist viel cooler. Also auch wenn ich die am Roller oder so dran machen würde, würde ich die genauso dran machen. So gefällt es mir echt besser. Und man sieht richtig gut, ey, das ist wirklich ein Mehrwert jetzt, auch gerade am Fahrrad. Ich hätte nicht gedacht, dass das so geil am Fahrrad ist. Weil mit dem Fahrrad muss man auch Schulterblick machen. Das sieht bekloppt aus auf dem Fahrrad mit einem Motorradhelm, ey. Voll geil, ehrlich, Leute, voll geil. Das gefällt mir richtig gut am Fahrrad, vor allem. Und man sieht richtig gut in den Spiegeln. Das überrascht mich, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es ist auch wirklich so, meine ehrliche Meinung, gefällt mir super gut. So, ich lasse die auch dran. Und das Gute an den Spiegeln ist halt, die sind halt günstig, ne? Die kosten nichts. Die kostet nix. Oh, shoot. Oh. Guckt euch mal die schöne Wiese hier an. Ist die nicht wonderful? Wonderful. Ich fahre mal ein bisschen über die Wiese. Weil gerade auf der Wiese braucht man diese Spiegel. Das ist wichtig. Ja, Leute. Die Spiegel sind tipptopp. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde sie Hammer und würde sie mir auf jeden Fall holen, ne? Weil die Spiegelleistung, sage ich mal, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, die Spiegelleistung, die ist super. Man kann wirklich alles sehr gut erkennen. Was ist denn das für ein Baum, ey? Sind das Rosen? Das ist voll der schöne Baum. Ah, es riecht gut, das riecht gut. Leute, der Frühling, der Sommer. So, ich fahre nach Hause. Ich liebe meine Spiegel, die sind so geil. Die sind so cool, die Spiegel. Immer, wenn ich Leute auf dem Fahrrad gesehen habe mit Spiegel, da dachte ich mir, was machen die denn da? Ne? Was soll das denn? Aber jetzt denke ich mir so, okay, das hat schon seinen Mehrwert. Das ist schon geil. Geil, geil, geil. Das sieht voll cool aus, auch mit dem Bike. Ich finde das Hammer, Leute. Bombastico.
Ich find das geil. Die sind auch fest, die Spiegel. Also, die bewegen sich nicht. Ich bin ja gerade über die Wiese gefahren, ne? Die Arretierung, die ist schon gut. Ja, da bewegt sich nichts. Die haben eine E-Nummer. Ja, Leute. Das ist es. Und das war's auch. Ich mache jetzt Feierabend.